Rugby, Interview mit Gonzalo vom BRC. Gonzalo hat heute Prop gespielt, ganz spannendes Spiel. Wie fandest du die ganze Partie? Ja, es war auf jeden Fall ein sehr gutes, hart umkämpftes, knappes Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht, ich würde mal sagen, 60% in eurer Hälfte gespielt, haben aber zu wenig Punkte rausgeholt, wie so oft jetzt in dieser letzten Saison. Und hinten raus, muss ich einfach sagen, hatte ich ein bisschen mehr Herz dazu. Mehr Konsequenz, mehr Wille war da. Wir haben ein paar dumme Fehler gemacht. Wie siehst du das ganze Saison von BLC? Also die erste Hälfte war ganz stark und dann zweite Hälfte ging es ein bisschen nicht so gut. Ja, die Saison war eine große Achterbahnfahrt für uns, auf jeden Fall. Die Mannschaft hat sich einfach vom Kader mitten im Winter sehr, sehr krass dezimiert und es sind viele gekommen, gegangen und wiedergekommen. Jedenfalls war es ein großes Durcheinander. Obwohl wir die Chance hatten, endlich mal einen professionellen Trainer, sage ich jetzt mal, zu haben, wo wir gehofft hatten, auch wirklich angreifen zu können, haben wir einfach vom Kader her einfach nicht die Struktur gehabt, um dann auch wirklich Früchte zu tragen und einfach das umzusetzen, was dieser Trainer mitbringen wollte. Und insofern haben wir uns da so ein bisschen selber geschlagen und angestellt. Jetzt, die Saison ist vorbei, Schwamm drüber, müssen wir jetzt nochmal uns neu sortieren, gucken auch, wer jetzt wirklich noch dabei ist, muss man mal ganz ehrlich so sagen, die Karten mal mischen. Wie siehst du für die neue Saison, dass das läuft, also Trainer bleibt und du hoffst, dass die meiste der Mannschaft bleibt zusammen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, es steht, glaube ich, gerade wirklich in Frage, wie die Saison weitergeht. Wir haben ein paar Junioren-Spieler, die hochwachsen, zwei, drei wirklich gute Talente, die uns auch helfen können. Trotzdem muss man natürlich halt gucken, dass man halt eine solide 25-Mann-Mannschaft da hat, weil in der ersten Liga kann man mit 25 eine komplette Saison spielen. Wenn wir das hinkriegen, dann... Also nach dem Spiel heute, siehst du, dass BLC und Erkan Rai ein bisschen enger sind oder Niveau? Zurzeit auf jeden Fall. Also Respekt auf jeden Fall von der Leistung von Erkan Rai. In den letzten drei Jahren ist eine Menge passiert bei uns. Und ja, bei uns halt aus verschiedenen Gründen ist jetzt in der letzten Saison nicht viel passiert. Also, wir konnten nicht darauf aufbauen, das, was wir uns jetzt in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, hart erarbeitet haben. Wir sind gerade so ein bisschen im Lande verlaufen und wir müssen uns halt wieder neu finden, neu strukturieren. Und in dem Fall sozusagen sind wir auf jeden Fall gerade mit seiner Meinung. Okay. Also erstmal vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.